Love Juice. Große Überraschung, Love Fist. Hey, Tommy, glad you could make it. Hey, you ever met Love Fist before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, Willie's in the cars here, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And what was your name again? Jez, you remember. Love Don't be playing them games with me, Jesus. Mate. I'm too crafty for that sunshine. English. Good one in America. The thing is, Tom, the boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the hands, your father. We need some drugs, pal. Gonna get on the old Love Fist Fury, you know? Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love Juice, man. We need Love Juice, man, gang. Love Juice? Aye. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, it would really mean a lot to the boys. You can do that for the boys, right? Eieiei, hat der einen Akzent. Besorgt die Zutaten für den Love Juice von dem Dealer. Eigentlich kann das ja nicht das Problem sein. Ich meine, es war nur Alk und irgendwelches Brausepulver gewesen. Das sollte man da eigentlich auftreiben können, oder? Ich weiß nicht, warum man da extra einen Dealer braucht für. Was auch immer TNT-Whisky ist. So. Drück auf die Hupe. Erledigt, auch wenn ich nichts gehört habe. Looking for something special, I got what you need. Was? Dich hole ich mir. Kniff den Dealer vor und hol dir den Stoff. Das erinnert mich dran, als ich damals in meiner Schulzeit... oh, ich fahr falsch. Das kommt davon, wenn man es... Nein, wollt ihr mich verarschen, weil ich mal falsch abgebogen bin? Ach Mensch. Dann halt nochmal. Das erinnert mich dran, als ich in meiner Schulzeit auf einem Schüleraustausch in Italien war. Da wurde ein Kumpel von mir in Florenz mitten auf dem Markt von irgendeinem Schwarzhändler angesprochen und der meinte so, ja, kennen wir. Der meinte zu ihm, do you like Bamba? Und dieses Bamba war so die Partydroge offenbar gewesen. Und kaum, dass das rum war, haben wir erlebt, wie die ganze Sache dort hochgenommen wurde und eine Razzia veranstaltet wurde, gleich nebenan, wo man noch irgendwelche schwarz gefälschten Bilder verkauft hatte. Und gleich daraufhin wurde meinem Kumpel ein Messer angeboten. Also, Italien ist ein seltsames Pflaster. Auf ein neues. So, diesmal bist du dran, Mistkerl. Weg da. Ach, da wurde mir sogar auf meinen Hupen geantwortet. Ist ja süß. Bleib stehen! Ich krieg dich noch! Apropos, ich krieg dich noch. Ich habe auch irgendwie Bock mal... Oh, die Gothic-Reihe zu zocken. Zack. Süß. Das war ja wahnsinnig herausfordernd. 5 Schuss, doch so viel, ja. So, was jetzt? Hey, Mike. The guys could do with some company. Hol Mercedes in ihrer Wohnung ab. Genau, da freut sich der Colonel Cortes. Wir sollen ja auf die gute Dame aufpassen und jetzt wird sie kurzerhand mal als Hure eingesetzt hier. Nein, was ich sagen wollte, ich habe auch Bock irgendwie mal die Gothic-Reihe zu spielen. Ich bin ja sehr großer Fan der Gothic-Reihe und bin auch im Fanforum World of Gothic tätig. Und mal gucken, also ich werde erstmal die GTA-Reihe hier durchzocken. Ich denke mal, Vice City wird jetzt nicht mehr so ewig lang dauern. Wir werden vielleicht die gute Hälfte jetzt durch haben schon. Und dann San Andreas und GTA 3 natürlich. Und anschließend werde ich mal schauen, also ich habe schon Bock irgendwie auf Gothic 1, Gothic 2, die Nacht des Raben und dann auch Gothic 3. Mal sehen, wie es so laufen wird. Denn die Sprüche dort sind einfach legendär. Sie sind legen. Wartet, es kommt gleich. Der. Ach, im Deutschen kommt es einfach nicht so gut wie die englische Version. So, hier ist das also. Ich suche mir aber erstmal. Da oben oder wie? Ich suche mir erstmal ein neues Auto. So. Ja, mal die Knarre wegstecken. Haben wir hier was? Ja, genau. Gib mal her den Scherbel hier.
Weg. Ach, tatsächlich hier oben. Hey, Mercedes. Hey, Schnecke. And how are you? Just fine. Listen, fancy having love fest? Okay. But just as a favor, I expect return. Bring den Love Juice und Mercedes zu der Band, bevor sie auf die Bühne muss. Na, leck mich doch. Guckt euch mal die Zeit an, die ich hab dafür. Shit, 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 shit. Anderthalb Minuten, um wieder darüber zu kommen. Da habe ich natürlich eine ganz wundervolle Karre jetzt dafür, wirklich. Zack, weg mit dir. Ach ja. Eine Minute. Na gut, wir sind gleich wieder auf der anderen Seite. Das sollte eigentlich machbar sein, denke ich. Trotzdem wäre mir ein Sportwagen irgendwie lieber gewesen. Aber man kann es sich nicht aussuchen, wa? Hui. Fahren wir mal durch die dummen Haitianer durch hier. Also nicht, dass ich was gegen Haitianer hätte, aber hier im Spiel sind sie natürlich schon irgendwie blöd und nervig und penetrant und sackgängerig. Wobei ich Antipoulet so im Nachhinein eigentlich ganz witzig fand. Ich meine, die gute Dame hätte mit ihrem Draht zu den Geistern vielleicht noch das ein oder andere für uns einrichten können. Oh Gott, 20 Sekunden. Hier ums Eck. Schnell, schnell. 15. Oh nein, das wird nicht reichen, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. 6, 5, 4. Nein. Nein. Oh Gott, Mission fehlgeschlagen. Das ist doch nicht wahr. Und Mercedes ist weg. Das gibt's doch nicht. Das ist genau wie damals, als wir die Kubaner-Mission auf dem Schiff, mit dem Schiff gemacht hatten. Jetzt nochmal den Mist. Ich fass es doch nicht. So, Taxi. Genau wie damals, als wir diese Stuntboat-Action erledigen mussten für die Kubaner. Genau so war das jetzt hier. 2 Sekündchen mehr und es hätte gepasst. Ach, das ist doch zum Haare raufen. So, dann also auf ein neues. Diesmal drehen wir aber gleich rum. Ach. Ja, ja. Bleib stehen, du Lutscher, ich hol dich mir. Ach, diesmal fährt er hier rum, okay. Huch. Da war was im Weg. So, jetzt holen wir ihn uns. Zack. Zacki, zacki, einmal drüber und nochmal drüber. Was? Stirb, na geht doch. So, Waffe her. Ich hätte ja gern irgendein anderes Auto eigentlich. Habe ich das nicht gerade eingesammelt? Ach nein, ich habe bloß die Waffe eingesammelt. Ich bin auch ein Held. Was gibt's hier eigentlich Tolles? Gassen. Na gut, dann ab ums Eck und holen wir Mercedes in ihre Wohnung ab, das kennen wir ja bereits. Kommt, wir nehmen jetzt mal hier uns das Ding. Auch wenn ich es nicht so mit Motorrädern habe, aber die PCJ 600, die ist schnell. Und das ist genau das, was wir jetzt gebrauchen können. Ham, 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 ham. Wunderbar. Und ab übers Brückel. Sur le pont de Vice City. La 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 la. Sur le pont de Vice City. La 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 la. So, am Golfclub vorbei. Und da sind wir auch schon wieder. Zack hinein. Wunderbar. Hallo. Steig auf. Fancy having love fest? Okay, but just as a favor, I expect return.
Da haben wir doch gleich auch noch was davon, dass wir die gute Dame transportieren, wenn die uns hier hinten drauf sitzt. Oder auch nicht, die ist ja so weit weg von uns, die berührt uns ja nicht mal. Das spricht nicht gerade dafür, dass die uns irgendwie mag oder so, finde ich, diese Körperhaltung. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade unser geringstes Problem, denn wir müssen jetzt erstmal innerhalb der Zeit das Ganze hier schaffen. Aber diesmal sind wir ein gutes Stück schneller unterwegs, das sollte eigentlich hinhauen. Huh! Wieso zur Hölle hat die Karre so verzogen? Das ist ja nicht wahr. Komm, Alter, steig auf. Steig auf. Das täte mir jetzt noch fehlen, dass wir wegen so einem Kram die Zeit nicht einhalten. Oder noch schlimmer, kurz vor Schluss jetzt nochmal abstürzen und sie stirbt. So, 40 Sekunden. Ich glaube, das sieht besser aus als beim letzten Mal zeitlich. So, rum ums Eck. Quietsch. Schön. 28 Sekunden, genau, das sieht besser aus. Da können wir ja auch kontrolliert und vorsichtig gegen die Laterne fahren. Wunderbar, diesmal schaffen wir das locker. Merke, schnelle Autos sind zu bevorzugen. Oder Motorräder. Na klar doch. Geh noch langsamer hinein, wir haben ja die Zeit. $2000 Mission erfüllt, wunderbar. Und ich würde sagen, wir machen einfach gleich mit der nächsten weiter. Ja damit, der Psychokiller. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking again. It is heavy stuff, man. Heavy, gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes you. Shut up, you fool. Just a jazz bomb sheet. It's a love rocket thing, can? Wait, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. Yeah, the guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist, go. You know what they say, the good die young, but Tommy, you got to save Lovefish. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the Stalker's gonna try some monkey business there. Ja, habt ihr müsst mal unbedingt versuchen, die Kerle zu verstehen, ohne den Untertitel zu lesen. Also das ist der Hammer. Fahren die immer zum Ort der Autogrammstunde und bla, keine Ahnung. Also ein Psychokiller. Na, mal gucken, was dabei so rumkommt. Brumm, 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 brumm. Ach, davon ist es schon. Mensch, das war ja jetzt... Ach, wir sollen den Psychokiller ausfindig machen, nehme ich mal so an. Mal schauen. Wahnsinnig schwer, würde ich sagen. Mit dem, was da jetzt gerade... Ja, genau. Okay. Erledige den Irren, lass ihn nicht entkommen. Ich glaube, so ein Kerl hat doch keine Daseinsberechtigung. Was ist das zur Hölle? So, haben wir dich? So, wunderbar. Wunderschön. Auftrag erfüllt, $4000. So muss das sein. Und ich würde sagen, wir parken diese hübsche Karre. Ach nein, wir haben ja gar keinen Parkplatz, wo wir die hinparken könnten. Ich will aber auch kein Geld ausgeben, um ein Haus mit Parkplatz zu kaufen eigentlich. Aber der Schlitten ist schon ganz schick, ne? Dafür, dass das eine Limo ist, ist er auch richtig schön schnell unterwegs. So, dann machen wir gleich nochmal weiter hier. Zack. Was denn? How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention, we're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It will be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Okay, aber erstmal machen wir hier weiter. Ach nee, komm wieder, wenn du die Biker Gang Missionen abgeschlossen hast. Na gut, dann machen wir das mit den Biker Gangs mal. Und mit der Biker Gang. Schauen wir mal, was da so abgeht. Müssten ja auch ein paar Rockrebellen sein, theoretisch. Ist ja genau mein Ding.